Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Juli 2023. Dominik Feusi und Marco Somm und Special Guest Beat Kappeler. Langjähriger Ökonom seit Jahrzehnten, gleichzeitig einmal Gewerkschaftssekretär, das ist aber auch schon lange her, bekannter Kolumnist, bekannter Redner. Freut mich sehr, dass du da bist, Beat. Freut mich auch. Wir fangen an mit einer Meldung in der Aargauer Zeitung, in der CH Media Zeitung. Dominik, um was geht es? Es geht um den Untergang von der Schweiz. Um was geht es in den Einzelheiten? Ja, das ist eine Studie vom Beratungsunternehmen Bearing Point, wo sagt, die Schweiz verliere an Attraktivität. Die Firmen gehen lieber auf, und jetzt musst du dich festheben, England, also ich nehme an, man meint das Vereinigte Königreich, Großbritannien, oder nach Holland. Und zwar aus drei Gründen, vielleicht gehen wir die einzeln durch. Der Fachkräftemangel wird zuerst erwähnt, oder? Es sind halt, es hat einfach zu wenig Leute in der Schweiz, oder? Und das ist für Firmen schwierig, wenn sich denn da ansiedeln, wenn sie Leute, die sie brauchen, nicht finden. Gut, gehen wir mal auf das, Beat. Was ist deine Beurteilung? Der berühmte Fachkräftemangel, ist das etwas Strukturelles, ist es konjunkturell? Gibt es ihn überhaupt? Wie siehst du das? Strukturell ist möglicherweise eher im Handwerk, wo vielleicht die Bankstudie gar nicht dran denkt. Also es gibt sicher eine Knappheit von guten Spengler, guten Sanitär, guten Elektriker. Eher als dass es Fachkräftemangel, finde ich, obere Etage gibt. Dazu kommt natürlich, dass die Schweiz ein relativ kleines Land ist, trotz allem, und dass einfach nicht ein immenses Reservoir an gleich ausgebildeten, in gleichen Branchen tätigen Fachkräften ist. Unsere Pools sind insofern sehr oft lokal und auch ein bisschen kleiner. Wenn ich nicht als bereits tödliche Bedrohung anschauen würde, wir haben ja bis jetzt eine massive Einwanderung von solchen Kräften. Und man darf das auch mal ins Auge fassen, Auswanderung von den Firmen, die solche brauchen. Warum müssen wir alle Firmen noch anziehen oder da noch ausbauen, wenn schon die Substanz, die sie suchen, fehlt? Es ist ja das, du hast es erwähnt, das ist überhaupt das Irritierende. Ich meine, jetzt haben wir schon sehr lange Zeit Personenfreizügigkeit mit der EU, mit einem Arbeitsmarkt von extrem viel grösser ist als der schweizerische. Und man hat das Gefühl, man hat immer weniger Fachkräfte. Also, es ist auch eigenartig. Man dunkelt einem ein bisschen das Perpetuum mobile. Ja. Die SVP weist darauf ein. Und ich glaube, das hat einfach etwas, dass man natürlich, umso mehr Einwanderung wir haben, umso mehr Schulen müssen wir bauen, umso mehr Strassen müssen wir bauen. Und dann brauchen wir wieder Fachkräfte. Das ist in Immigration ist ein Selbstläufer. Sie erzeugt gleichzeitig wieder die Nachfrage nach all diesen Berufen, die einwandern. Eben die Leute wollen für ihre Bildung gehen, sie wollen Infrastruktur, Strom, sie wollen Verkehrsleistungen, sie wollen Gesundheitsleistungen. Das hört nie auf. Also insofern ist die Immigration keinerlei Mittel gegen den sogenannten Fachkräftemangel. Gut, der zweite Punkt, wo die Studie bringt, wo die Schweiz weniger attraktiv mache für internationale Konzerne, wo sich überlegen, wo sie hinwollen gehen, das sei die Demografie. Also, und bringt dort einfach Zahlen, oder? Der Anteil von der Bevölkerung im Erwerbsalter sollte gemäss dieser Studie auf 55% fallen bis ins Jahr 2050. Das ist eigentlich nichts Neues. Aber die Studie sagt, ja, das führt dazu, dass natürlich Firmen sagen, ah, da gibt es ein Risiko, weil irgendjemand muss ja das dann zahlen, und das ist ein Risiko für die ökonomische Performance und für den Wohlstand von dem Land. Wie seht ihr das? Also die Schweiz hat mit Norwegen und Island den allerhöchsten Anteil von Erwerbstätigen in der erwerbsfähigen Altersklasse. Wir haben 87% von denen in diesen Altersklassen 16 bis 64, die arbeiten. Frankreich hat 70%, Amerika 63%, England ebenfalls, Deutschland auch um die 70. Also wir haben eine sensationell hohe Ausschöpfung von den aktiven Jahrgängen, und das kann man nicht mehr erhöhen. Das ist schon sensationell hoch. Also wenn man das verkennt und meint, man könnte das noch irgendwie steigern, ist es ein Ding der Unmöglichkeit.
ich glaube auch, dass die, wo schon arbeiten, eben die hohe Erwerbsbeteiligung dann noch multipliziert werden muss mit der hohen wöchentlichen Arbeitszeit, mit der hohen Jahresarbeitszeit und auch mit den alten Männern, die über 65 noch arbeiten. Das ist eine von der höchsten Quoten in ganz Europa. Also dank der weisen alten Männer. Genau, das ist, da müssen wir auch mal eine Hymne schreiben auf die alten weisen Männer. Vielleicht gehen wir noch jetzt zum dritten Punkt, weil der zweite Punkt tut mir jetzt auf den ersten Blick völlig wieder leid von Beat. Aber was ist mit dem dritten Grund? Der dritte Punkt ist, dass die Schweiz Mühe hat mit der Digitalisierung. Also man sieht zwar sehr ein wettbewerbsfähiges Land, aber in so einem, ich habe ehrlich gesagt noch nie gesehen, World Digital Competitiveness Ranking sind wir einfach nicht so wahnsinnig gut. Wir sind hinter Dänemark, hinter Singapur und hinter Schweden. Das tut grundsätzlich weh, wir wollen überall zuvorderst sein. Aber ist es wirklich so schlimm um Digitalisierung? Da muss ich schon passen, denn ich habe da kein Thermometer in der Hand, wo ich das messen könnte, weder in der Schweiz noch in Singapur noch in Dänemark. Allgemein, wenn man es mit Deutschland vergleicht und sogar auch Frankreich und Italien, steht die Schweiz so gefühlsmäßig, jetzt muss ich das wirklich gefühlsmäßig sagen, besser da. Aber natürlich kann es sein, dass wir in gewissen Branchen einen gewissen Rückstand haben. Wir haben lange Zeit auch im Telefonie haben wir uns eigentlich mit unseren schweizerischen Spezialitäten gewirkt. Ich war damals noch in der Comcom. Das ist herzig vorwärts gegangen. Wir haben im öffentlichen Radio und Fernsehen eigentlich auch eine Stellung, die in anderen Ländern schon längst zugunsten von einer grösseren Vielzahl von Medienteilnehmern erodiert ist. Da gibt es schon ein paar Punkte, vielleicht auch unsere grossen Detailhandelsketten bauen noch sehr stark auf Direktkauf und weniger auf Online als in Amerika oder England zum Beispiel. Wobei eben nochmal mit einem Thermometer das genau messen zu können, mache ich mich nicht anheischig. Und ich glaube auch, da versägen manchmal auch die sogenannten Barometer und Messlatten, die da verwendet werden. Man kann auch sagen, dass zum Beispiel die klassischen Vorgehen von Steuerung, Überwachung in der Maschinenindustrie, in der Uhrenindustrie, in der Pharma in der Schweiz, ja, offensichtlich klappt. Die Unternehmungen sind absolut performant, auch international, sodass vielleicht sogar manchmal ein direktes menschliches Auge besser ist als eine total automatisierte IT-Systematik. Ich habe heute Morgen müssen für eine Unterschrift in ein Grundbuchamt in der Zentralschweiz fahren, weil man das noch nicht digital machen kann. Und ich muss sagen, der Staat, der könnte, glaube ich, schon noch besser digitalisiert werden und effizienter damit auch. Gut, ich glaube, was eindeutig ist, ist überall dort, wo man hohe Regulierung hat oder auch Kartell oder eben wenig Wettbewerb, sei es jetzt bei den Medien, sei es auch bei den Detailhändlern, sei es zum Beispiel im Taxigewerbe. Überall dort hat Digitalisierung Mühe, das ist klar. Der Staat hat es auch nicht so gern, weil das ist auch etwas, was mehr Wettbewerb bringt. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass in gewissen Bereichen die Schweiz wirklich hinterdrein hinkt. Wobei, muss jetzt ehrlich sagen, der Staat, also wer in Amerika mal das Vergnügen gehabt hat, Formular auszufüllen, das ist etwas vom Verrecktesten, was es gibt. Ich kenne keinen schlimmeren Staat eigentlich als der amerikanische. Finde immer ein bisschen, komme immer ein bisschen schmunzeln. Auch England ist jetzt für mich, also ich habe dort auch mal gelebt und habe müssen aufs Einwohnermeldeamt. Das ist eine Katastrophe gewesen. Gut, das ist lang her. Aber da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber was sicher ist, die Schweiz ist, was die Ausbildung betrifft, was die Schulen betrifft, wären wir eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe letztens an einer Podiumsdiskussion teilgenommen über künstliche Intelligenz und dort ist eigentlich auch herausgekommen, dass wir enorm viel Know-how haben, was künstliche Intelligenz betrifft. Nur, wo es wirklich fehlt, ist die entsprechenden Unternehmen. Also man kann wirklich dort ein bisschen fragen, warum kommt das nicht mehr zu laufen? Und dort habe ich das Gefühl, dass bei uns halt grundsätzlich der Dienstleistungssektor ist nicht wahnsinnig wettbewerbsfreudig. Gut. Ich würde auch sagen, in Amerika kumpelt an der Börse jedes Mal Aktien von einer Firma auf, wenn der CEO erklärt, sie denken auf jetzt an künstliche Intelligenz verwenden. Dass irgendwo ein Dollar damit verdient worden ist, glaube ich, muss man noch suchen. Jedes Mal eine grosse Hysterie, oder? Aber was das denn wirklich soll, spezifisch Neues bringen und nützen, das ist noch offen. Ich komme nochmal zurück zur Schweiz. Wir haben natürlich auch vielleicht hausgemachte Goal, wo wir schiessen, zum Beispiel in der Skepsis gegenüber Airbnb, Skepsis gegenüber Uber, Skepsis gegenüber solche Velodienstleistungen, also wie sagt man,
immer. Die kurieren und so weiter. Eben, Liberalisierung von der Taxis, hast du erwähnt. Das sind schon auch Hemmnisse, wo hauptsächlich die Sozialbürokratie der freien Unternehmertätigkeit auf dieser Mikroebene in Weg legt, indem sie einfach behauptet, das sind alles Angestellte und das sind keine Selbstständige, statt dass die Bürokratie mal einen kreativen Weg, wo auch digitalisiert perfekt heute möglich wäre, entwickelt, dass alle die echte Selbstständige, die rumfahren, können direkt, wenn sie mit ihrer Zentrale abrechnen, gerade auch noch die AHV und Zuwa abliefern. Das ist doch möglich, aber sie wollen es nicht. Sie wollen alle in unselbstständigen Status abdrucken. Also da muss man jetzt ausnahmsweise mal den Jürg Rosen loben, weil eine parlamentarische Initiative, die das ändern will, kommt von ihm und die ist gerade kürzlich im Ständerat gerettet worden vor der Abschreibung. Also da tut sich etwas. Gehen wir zum nächsten Punkt von dieser Studie, die sagt, die Schweiz werde weniger attraktiv, weil sie weniger Steuervorteile haben. Es gibt ja weniger gute Steuerumfeld für Unternehmen und die Entwicklung werde durch die OECD-Mindeststeuer noch beschleunigt. Ja, das ist ein Grund, warum wir beim Nebelspalter dagegen gewesen sind. Genau, wie siehst du, Beat? Sind wir da gefördert? Oder wie ich habe auch dagegen gestimmt. Vielleicht noch aus einem besonderen Grund, weil einfach die Schweizer Behörden auch da naiv sind wie immer. Es hätte in unser Gesetz ein Artikel 2 oder 3, also prominent gehört, die Schweiz wird all dies anwenden am Tag, nachdem Amerika und Delaware beigetreten sind. Und wir sind die Dummen, die vorausspringen und vorauseilenden Gehorsam machen. Es sieht jetzt so aus, dass der amerikanische Kongress das nicht billigen wird. Es sieht so aus, dass Delaware sowieso die super Privilegien steuerlicher Art und anderer Art beibehalten wird. Also da sollte man gar nicht machen. Aber jetzt zur Sache selber, ich glaube, dass die steuerlich Gunst oder Vorteil von der Schweiz immer noch da sind. Man muss etwas sehen, wo nicht in den Statistiken erscheint. Und das ist der Vorabentscheid. In der Schweiz kann eine Firma, eine ausländische Firma, mit dem Steueramt Kontakt aufnehmen und sagen, wenn wir das und das abschreiben würden, wenn wir die Forschungsaufwendungen aktivieren oder nicht aktivieren würden, wie sieht das mit den Steuern aus? Und da kommen sie mündlich einen bindenden Vorabentscheid über. Und das ist mehr wert als 5% weniger oder mehr Steuern. Es gibt Rechtssicherheit, es gibt dann eben auch die Möglichkeit, dass man unter dem Radar von der OECD und solchen strikten Vorschriften einmal ein bisschen etwas arrangieren kann. Absolut. Jetzt würde ich sagen, tun wir das Thema ganz verloren. Wir haben jetzt über den Standort Schweiz geredet, jetzt haben wir Wahlen. Im Oktober sind die grossen Wahlen. Beat, wie wichtig sind die Wahlen? Was erwartest du? Wo siehst du entscheidende Entwicklungen, die wir jetzt diskutieren müssen? Es ist sicher wichtig, wie die Balance in der Mitte aussieht. Also ob es eine Mitte-Rechts-, Mitte-Links-Mehrheit gibt. Das hat in der Vergangenheit schon ein bisschen mit der Rechts ausgeschlagen, hat früher noch immer mit der Links ausgeschlagen. Das tut schon sehr, sehr viel in der Schweiz steuern. Obwohl der Schweizer Parlamentarier kein Bundesmandat hat. Er ist durchs Panaschieren ist er immer auch ganz verschiedene Wählergruppen verpflichtet und nicht seiner Partei, sodass der Schweizer Parlamentarier im Normalfall auch einmal gegen Parteiheinis und Parteiparolen stimmen kann im Parlament. Das machen die Bürgerliche und Mitte eher. Weniger macht das die SP, die einen Kadaver-Gehorsam ausübt. Außer der Herr Josic. Genau. Aber der ist vielleicht dann nicht mehr nur, weil er Bundesrat ist. Genau. Dominik, was ist deine Reaktion? Ja, es ist natürlich schon so. Ich meine, es muss eine Korrekturwahl geben. Zum Beispiel der Matthias Müller, jungfräsiniger Präsident, heute bei mir dann bei Feusi Federal am Abend, redet von einer Richtungswahl. Ich glaube, das ist nicht eine Richtungswahl, das kann man immer sagen. Es muss eine Korrekturwahl sein, weil vor 4 Jahren haben wir wirklich einen Linksrutsch gehabt. Wir haben schwierige 4 Jahre für das Erfolgsrezept von dem Land, freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, Eigentum und so weiter, haben wir schwierige Legislaturperiode. Man muss es wirklich eigentlich den Leuten auch sagen, man muss sie mobilisieren, um das zu korrigieren. Absolut. Beat, ich meine, es hat jetzt da mehrere Umfragen gegeben, die sehen jetzt nicht so schlecht aus, wenn man eben die Perspektive hat, wie der Dominik jetzt das erwähnt hat. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei diesen Umfragen. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, es gibt sich selber erfüllende Prophezeiung, die dann eben gleich nicht eintrifft. Wie sind deine Dinge, deine Eindrücke, wenn du so die Parteien selber anschaust? Die SP hat man das Gefühl, hat sich erholt, die Grünen sollen abstürzen.
Wie siehst du das Schicksal der einzelnen Parteien? Gut, wenn wir das Umfeld anschauen, in Frankreich hat die SP noch 7%, in Spanien wird sie wahrscheinlich jetzt gerade unterbügelt. Also insofern hat die SP europaweit sehr viel Terrain verloren. Wir können das eigentlich auch, ich könnte das auch sehen, dass das passiert in der Schweiz, vor allem vielleicht auch eher bei den Grünen. Und zwar, muss ich sagen, finde ich persönlich beim ganzen Vogue-Zeug. Also was dort behauptet wird, an Minderheiten, die plötzlich so unermesslich schützenswerte Mehrheit wären, wo man das ganze Wortsystem, das ganze Schulsystem, das ganze Familienrecht umkrempeln muss zugunsten von ein paar Minderheiten. Das ist derart unglaubwürdig jetzt vorbereitet worden, immer überspitzter, dass ich denke, dass da der Volkszorn einige korrigieren könnte in den Wahlen. Das ist auch mein Eindruck, man sieht es ja auch in der Umfrage, dass sogar bei der SP, bei der GLP, ja sogar bei den Grünen, die sogenannten Vogue-Themen, alle eigentlich enorm polarisieren, selbst bei der Linken. Ich habe auch den Eindruck, es ist die absolute Arroganz von absolut kleinen, künstlich hergestellten Minderheiten, die eigentlich auch gar nie richtig diskriminiert worden sind. Man hat gar keinen Begriff gehabt, ob einer non-binär ist oder binär ist. Das hat gar niemand gewusst. Also hat man auch nicht gross können diskriminieren, muss man auch mal betonen. Also, alle die Themen sind so etwas von abgehoben und so weit im universitären Milieu verankert, wo die Leute einfach aus Langweilen so komplizierte Konzepte, das kennen wir ja auch noch, anfangen zu studieren. Ja, ich glaube, dass ich würde auch den Bürgerlichen, ich habe das den Bürgerlichen schon ein paar Zeit empfehlen, geht auf das Thema. Es ist an sich ein nebensächliches Thema, Standort, Gunst von der Schweiz hängt von dem nicht ab, aber es ist ein Thema, das die Leute aufregt, weil sie merken, es ist antidemokratisch, es ist gegen jeder Common Sense. Es ist divisiv, es teilt die Leute gegeneinander aus. Und es ist also zwei Sachen kann man gerade kurz erwähnen, aber gegen jeden gesunden Menschenverstand im Alltag sind. Einerseits ist letztens gesagt worden, das Wandern ist eine Sache weißer Männer. Mein Gott, was kann man für einen Huren Seich erzählen? Und sogar wenn es so ist, what's wrong? Ja, genau, was ist so, der Fall? So dürfen die nicht ja. Wandern? Ja. Das sind ja auch erstens, und dann noch eine, das ist allerdings in England, aber kommt bei uns sicher auch, wird ja alles bloß abgeschaut. Das ist nie etwas da erforscht und wissenschaftlich begründet worden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen afrikanischen Student in England jetzt einmal, aus dem westafrikanischen Teil, wo französische zweite Muttersprache hat und plötzlich lernt er Englisch und redet relativ gut Englisch. Dürfen Sie es den loben? You're speaking quite well English. Nein, dürfen Sie nicht, weil Sie unterstellen damit, dass so einer zu dumm ist, um Englisch zu lernen. Also vielleicht ein Beispiel, gerade aktuell in Bern, da ist es ein Musikfestival, das heisst Spex auf der Almend. Und da wird jetzt zum ersten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, rund Dutzend junge Leute unterwegs als Awareness-Team in blauen Shirt. Und eben es... Die kann man dann angehen, wenn man Sexismus, Rassismus, Ableismus oder sonst etwas erlebt. Und die jungen Damen sagen eben, sie werden an jedem Anlass, werden sie eben konfrontiert mit Sexismus und Rassismus und diskriminierendem Verhalten. Darum haben sie jetzt eben mit Hilfe einer deutschen Firma, haben sie jetzt so ein Awareness-Team aufgebaut. Was aber dann auch, wie lässt du am Gurtenfestival, was tatsächlich passiert ist, können sie nicht sagen, sie stören sich daran, dass es junge Männer gibt, das tun sie dann so anfügen, an einem Verpflegungsstand ohne T-Shirt etwas bestellen, das sei schon übergriffig und sie selber wollen, das kriege ich nicht, oder? Und im Abschnitt später sagen sie dann, sie wollen eben auch ein T-Shirt ausziehen und nicht mit einem sexuellen Übergriff rechnen. Grossartig. Oder das unmögliche Thema der Aneignung. In Bern tut der Chinesin, also erstens Frau, zweitens Chinesin, tut Alphorn spielen, öffentlich auf öffentlichen Plätzen. Ganz schön. Wunderbar, wunderbar.
wir in unserem Land rufen da nicht nach Aneignung, sondern wir finden das interessant, lustig, schön, meinetwegen. Und das ist vielleicht das Tragik, dass der Westen seit der Aufklärung eine breite Toleranz für solche Vielfalt entwickelt hat und dass jetzt plötzlich neu eingefahren wird, dass solche Toleranz Aneignung ist und strafbar sein soll bis zum Einschwärzen am Zürcher Sechseleuten. Das sind unerhörte Frevel an der westeuropäischen bisherigen Vielfalt und Liebe zu den Haufen verschiedenen Details. Absolut. Jetzt vielleicht gerade zu dem Thema. Passt noch unser letztes Thema. Es geht um ein neues Buch von einem Amerikaner, der heisst Peter Turchin. Gestern in der Zürich-Zeitung hat der Markus Scher, guter Kollege von uns, eine Besprechung gemacht von dem Buch. Das Buch heisst End Times. Und es geht eigentlich genau in das rein, was wir jetzt besprochen haben, nämlich die Woke-Epidemie, wo er, das bespricht er jetzt nicht ganz genau, aber es geht immer ums Gleiche. Es gibt immer wieder in der Geschichte das Problem, dass eigentlich die Elite sich zu stark vermehrt. Und dann gibt es innerhalb von der Elite unglaubliche Competition. Und das führt dann dazu, dass gewisse Leute, die eben in der Elite zwar gut ausgebildet sind zum Beispiel oder Geld haben, keine Positionen mehr bekommen. Und das führt dann dazu, dass es politische Bewegungen gibt. Zum Beispiel klassisch war vor der russischen Revolution in Russland die sogenannte Intelligenzia. Das sind sehr häufig gut ausgebildete Leute gewesen, teilweise sogar aus dem niederen Adel, zum Beispiel der Lenin selber, also wo eigentlich hätte zöllen können, eine Karriere machen in dem Zarenreich, aber weil es zu viel gegeben hat, haben sie eigentlich nachher den Weg in die Revolution gewählt. Und er ist sehr, sehr pessimistisch, was Amerika betrifft, hat das Gefühl, jetzt ist schon langsam fertig. Aber ich glaube, wir haben in der Schweiz, wir haben jetzt das Vogue-Thema angesprochen, meiner Meinung nach genau das gleiche Phänomen. Die Bildungsexpansion, die wir erlebt haben seit den 60er Jahren, hat jetzt am Schluss, und zwar also wirklich die letzten 20 sich das ja noch einmal enorm verschärft, zu einer totalen Akademiker-Schwemmung führt, die eben dazu führt, dass man immer die verrücktesten politischen Konzepte für wichtig halten. Beat, dein Eindruck von dieser These? Die Universitäten habe ich schon mehrmals ausgestraft, übrigens als Ausbildungs- oder Berufsschulen für den Staatsdienst bezeichnet. Etwas viel genau, anderes gibt es gar nicht mehr. Und das Zweite ist, dass die Leute im Staatsdienst in der Schweiz sehr stark ausgedehnt worden sind. Es hat Jahrgänge gegeben in den 2000er Jahren, wo die gesamte Einwanderung von gut ausgebildeten Leuten, vor allem aus Deutschland, ungebremst in Bildungsstäbe und Gesundheitsstäbe eingetreten sind. Das habe ich statistisch hier gesehen. Das heisst, also, die sind außerordentlich stark ausgebildet worden. Und jetzt habe ich die Angst, noch nicht wie der Buchautor, dass das gerade schon eintritt, aber stellen Sie sich einmal vor, wenn ich mir das vorstelle als Veteran von 1973, wo der Schweizer Franken plötzlich durchs Dach ist. Das wird sicher wieder passieren im nächsten Jahr. Wir haben jetzt schon den Dollar, der unglaublich schwächelt. Stellen Sie sich einmal vor, was dann passiert. Dortmal sind 270.000 Ausländer ausgewandert, dortmal weniger gut ausgebildete. Damals, wenn einmal der Dollar auf 60 Rappen ist, wenn ich ihn durchaus für möglich halte, dann haben die Firmen kein Geld mehr entlohnt, dann hat der Staat kein Geld mehr, weil die Firmen und Privaten nicht mehr Steuern zahlen und der Staat massivstens genau diese Leute abbauen müssen. Und dann haben wir die entweder, die ausreisen oder wir haben sie in den Strassen, die rummeissen. Das finde ich ist ein echter erster Damoklesschwert über der Schweiz. Wunderschön. Aber weißt du, die machen dann, was ist dein Eindruck? Ja, aber die gehen dann alles in Awareness-Teams, also die laufen dann in den Strassen rum und tun weisse alte Männer vom Wandern abhalten. Ich glaube, das ist dann die Zukunft halt. Gut, das war es mit einer sehr positiven Aussicht auf die Entwicklung von unserem Land. Wir haben einfach spezial heute mit dem Beat Kappeler, Ökonom eigentlich aus der Ostschweiz, aber schon seit 1000 Jahren muss der arme Ökonom in Bern, der Steuerhölle leben, so wie der Dominik Feusi auch, Dominik Feusi und Markus Somm. Das war es auf neberspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns hoch bewerten, tönt uns viel Sternchen geben, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Morgen ist ein ganz spezieller Tag, nämlich ich und der Dominik haben das wieder mal sehr gut hinkriegt, dass wir beide miteinander in die Ferien gehen. Also wir gehen nicht miteinander, aber zur gleichen Zeit gehen wir
Kriterien. Deshalb wird nachher Bern einfach aber weitergeführt von unseren absolut fähigen Nachwuchskräften in der Redaktion. Also bleibt dran, immer am 5 Uhr auf dem gleichen Kanal Bern einfach, auch wenn ich und der Dominik nicht da sind. Wir hören uns wieder morgen und wünschen bis dann eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.